In einer vorübergehenden Stille erheben sich Klingen zum Treueschwur und im Versprechen, Frieden und Ordnung wiederherzustellen. Wir schreiben das Jahr 190. Das Han-Kaiserreich steht kurz vor dem Untergang. Ruiniert durch korrupte Eunuchen und unterdrückt durch den Despoten Dong Zhuo. Bricht in dem ehemals friedlichen Reich Krieg aus. In dem wachsenden Chaos erhebt sich eine Rebellion und die Stimme des Kaisers wird durch den Schrei des Tyrannen erstickt. Das Land leidet. Auch wenn ein gemeinsamer Feind eine Allianz erfordert, wird ein solch schwaches Bündnis nicht ewig halten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Ni Hao und auch Salvete Spectatores zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen heute exklusiv eine Pre-Release-Version von Total War 3 Kingdoms. Ihr konntet auf YouTube über verschiedene Fraktionen abstimmen, das haben wir auch gemacht. Heute kommen ganz, ganz viele Videos noch zusätzlich raus. Und in einer Woche geht's auch schon los, dann ist der Release-Tag dieses Spiels. Ich zeige euch heute exklusive Spielinhalte. Und als erste Fraktion, so habt ihr es euch ausgesucht, spielen wir die Gesetzlosen und wir spielen Zhen Zhang, die Räuberkönigin. Und zu ihrer Fraktion erfahren wir jetzt mehr. Reiche werden auf Blut gebaut, nicht auf Ehre. Dynastien und Adel bedeuten Zhen Zhang nichts. Sie erlangt Ruhm lieber auf ihre eigene Weise. Okay, gucken wir sie uns ganz kurz an. Wir bekommen eine Runde weniger Zeit auf Musterungen. Wir bekommen 50% mehr Tribut durch Diplomatie. Das heißt also, wir sollten versuchen, von anderen Fraktionen Tribute abzupressen, um Geld zu machen, weil sich das also sehr lohnt. Wir bekommen durch unsere einzigartige Ressource, die Infamie, erhöhtes Prestige, mehr Charaktererfahrung und wir bekommen mehr Charakterzufriedenheit und Moral. Infamie verringert sich mit der Zeit, die nimmt immer wieder ab. Wir bekommen aber eine ganz schön heftige Strafe auf diplomatische Beziehungen. Die Staatssituation von Zhen Zhang gilt als sehr schwer. Ich bin gespannt, wie wir das meistern werden. Wir haben außerdem noch ein paar einzigartige Einheiten, nämlich die versteckten Äxte und die Fäuste der Räuberkönigin. Das ist eine unfassbar starke Axtkämpfereinheit. Werden wir gleich noch sehen. Wir haben die Räuberhöhle als Gebäude und die Tributhalle. Zwei besondere Charaktermodelle, auf die wir gleich noch eingehen werden. Und ich lese ganz kurz noch hier den Text vor. Ach übrigens, genau, Zhen Zhang ist eine Streiterin. Das heißt, sie eignet sich hervorragend, um feindliche Generäle anzugreifen, hat jedoch Schwächen im Kampf gegen Einheiten. Sie schlägt sich mit einem Gefolge aus Speerinfanterie und Gleveninfanterie am besten. Da bekommt sie nämlich die größten Boni. Außerdem ist sie wahrscheinlich eine relativ gute Landwirtschaftsverwalterin, aber dazu vielleicht an späterer Stelle mehr. Dynastien und Adel bedeuten Zhen Zhang nix. Sie erlangt Ruhm lieber auf ihre eigene Weise. Endlich kann sie dabei zusehen, wie eine Institution, die sie zutiefst verachtet, zerfällt. Die Han steht in Flammen. Die Dynastie kannte nie Hunger. Welche Ängste haben die korrupten und gierigen Beamten schon erlebt? Zhen Zhang war es nicht vergönnt, im Adel aufzuwachsen, noch kennt sie die Erwartungen der angeblich zivilisierten Gesellschaft. Ihr Ziel ist es vielmehr, sich Ruhm und Ansehen durch gnadenlosen Zorn und unbeugsame Stärke zu verdienen. Und ich hoffe natürlich, dass wir dieses Charaktermodell auch im Verlauf dieser Kampagne jetzt ein bisschen näher kennenlernen werden. Ich werde versuchen, historische Hintergrundinformationen zur Zeit der drei Reiche beizusteuern. Das ist ja meine Spezialität, bin ja Historiker von Hause aus und werde mal gucken, wie ich euch da unterhalten kann. Wir spielen übrigens auf legendärer Schwierigkeitsstufe ohne Schlachtzeitbegrenzung. Bitte. Bewegung der KI-Spieler mache ich aus, dann geht es ein bisschen schneller in der Kampagne. Beraterhilfen lass mal an der Stelle mal sein. Ich werde das Spiel nämlich ausführlich erklären. Tageszeit, keine Ahnung, kann man auf Standard stellen, dann wechselt die, ne, dann sehen wir da mal verschiedene Tageszeiten, ist auch ganz nett. Gucken wir uns das jetzt mal an.
Funken zeichnen sich gegen die dunkle Nacht ab. Der Tyrann Dong Zhuo streut die Flammen der Verwüstung. Luo Yang brennt. Chaos breitet sich aus, nachdem die Eunuchen gestürzt wurden. Die Han straucheln mitten im Scheiterhaufen. Sollen Kaiser nur sterben, sollen Dynastien untergehen. Zheng Zhang wird sich wie eine mächtige Zypresse erheben. Ganz China ist zu holen. Und sie wird es sich nehmen. China ist in Aufruhr. Das große Kaiserreich der Han, das schon Ewigkeiten überdauerte, wird von Korruption zerfressen. Die gelben Turbane hissten ihre Flaggen zu Tausenden in Rebellion und brachten Komtureien im ganzen Reich unter ihre Kontrolle. Als Antwort darauf erhoben sich kaisertreue Generäle und setzten dem Aufstand ein Ende. Doch trotz des Sieges wuchs das Chaos nur an. Da die Korruption vom Herzen des Kaiserreichs ausging, stürmten loyale Generäle den kaiserlichen Palast, um die 10 Eunuchen, den Ursprung allen Übels in China, zu töten. Inmitten dieses Wahnsinns schnappte sich der Kriegsherr Dong Zhuo den Kaiser. Der große Krieger Lü Bu stand ihm zur Seite und so wagte es niemand, sich ihm zu widersetzen. Als Antwort auf Dong Zhuos unverschämte Taten, auf seinen Verrat, wie einige es nannten, entstand eine Koalition aus Kriegsherren unter der Führung des charismatischen Yuan Shao, um die Han zu retten. Da er sich einer vereinten Front gegenübersah, zog sich Dong Zhuo nach Westen in seine Hochburg Chang'an zurück und brannte bei seiner Flucht die alte Hauptstadt Luoyang nieder. Wir befinden uns im Jahr 190 nach Christus und die Koalition ist so gut wie zusammengebrochen. Kriegsherren aus allen Himmelsrichtungen nutzen die Gelegenheit, um inmitten des Chaos zu Reichtum zu gelangen. Die Verbliebenen der gelben Turbane ziehen noch immer über das Land und wollen das Zeitalter des gelben Himmels einläuten, während Glücksritter die Veränderung in der Luft spüren und ihr Schicksal in eine neue Richtung führen möchten. Das Gleichgewicht verschiebt sich und China selbst hängt am seidenen Faden. Die Hauptstadt des Kaiserreichs liegt in Trümmern, zu Asche verbrannt. Ha! Diese adligen Narren reißen einander in Stücke. Das ist lange überfällig. Ganz recht. Dong Zhuo hat den Kaiser in den Westen entführt. Er wird mittlerweile von ganz China gesucht sein. Wer hilft, ihn zu zerstören, wird in Verruf geraten. Es könnte mehr Freude machen, ihm beim Kampf zuzusehen. Die gelben Turbane erheben sich in jeder Provinz und verlangen Vergeltung und Freiheit. Die Traditionen sind tot. Die Han-Dynastie bricht zusammen. Das Volk übt den Aufstand und die einst so mächtigen Adligen sind machtlos. Jetzt ist die Zeit zum Angriff. China ist verwundbar. Doch während sich diese aufgeblasenen Hunde um den Thron streiten, lassen sich in den Flammen Ruhm und Reichtum finden. Der Wind kündigt Veränderung an, Zhen Zhang. Nutz den Moment. Erlangt Ruhm. So, unsere erste Aufgabe, Tutorial-Mission, ne? Baut eure Macht aus, also bahnt euch einen Weg an den Streitkräften der Han-Dynastie vorbei. Findet eine Machtbasis, um eure Stärke aufzubauen. Und wir sollen die Armee von Shun Yu besiegen. Und dadurch, wenn wir das machen, bekommen wir Militärverräte und Moral. Das ist so eine schöne Sache.
Gut. Die Schlachten machen wir auch erstmal überwiegend selbst, weil legendäre Schwierigkeitsmodus, gegebenenfalls mal eine Belagerung, die ich automatisch mache. Ansonsten ist meine Ambition aber, möglichst viele Städte selbst einzunehmen. Wir haben Unterstützung erhalten, und zwar eine ganze Menge, wie ihr hier sehen könnt. Und die gucken wir uns mal ganz kurz an. Wir schauen uns erstmal unser Charaktermodell an. Bevor wir hier loslegen, Charaktermodelle inspizieren. Da ist unsere Heldin. Sie hat die verschiedenen Traits: Wissen, Entschlossenheit, List, Instinkt und Autorität. Auf die gehe ich später noch ein bisschen genauer ein. Für uns ist wichtig halt zu sehen, also Entschlossenheit bringt uns mehr Hitpoints, Instinkt zum Beispiel mehr Schaden. List bringt uns für das Gefolge mehr Munition. Das ist also ganz gut, weil Bogenschützen sind sehr stark in der Armee. Wissen bringt uns zusätzliches Ausweichen im Nahkampf. Und Autorität bringt uns mehr Moral. So können wir uns das jetzt erstmal vorstellen. Und wir sehen halt hier die unterschiedlichen Charakterklassen. Na, sie ist, wie gesagt, ein Streiter. Dann haben wir noch einen Wächter. Zong Chan, würde ich mal vermuten, dass er so ausgesprochen wird. Verzeiht mir bitte, falls ich da irgendwas falsch ausspreche. Aber der Typ, der kann nicht so dufte mit uns. Insofern werden wir mal gucken, ob wir den tatsächlich behalten. Vielleicht entsorgen wir den auch bei Zeiten. Denn ihr seht also hier, es gibt hier Disharmonie bei uns. Und der hat auch nicht so einen hohen Loyalitätswert. Das findet der nicht so klasse. Schauen wir mal, dass wir das ein bisschen anders hinkriegen können. Das ist immer ganz gut. Ihr seht das übrigens hier bei den Beziehungen, wo sich die Leute leiden können und nicht. Und hier steht auch, ne, ist Intelligenz gegenüber skeptisch. Das ist vielleicht jetzt nicht so die allerbeste Eigenschaft. Und er mag außerdem Lin Li und, mag er auch nicht. Also insofern die Frage, ob wir ihn wirklich behalten. Zumindest sollten wir ihn jetzt nicht irgendwie großartig noch mit weiteren Gegenständen ausstatten. Denn er ist schon relativ illoyal mit 17 Punkten. Und tatsächlich, wenn diese Werte sich halt weiter verschlechtern, dann kann das auch mal dazu führen, dass solche Charaktere eine Revolte anstrengen. Für die erste Schlacht aber erstmal soweit so gut. Wir gucken, ob wir hier noch was ausstatten können. Was ist sie hier? Verwaltet Komturei. Bauherr. Und wir sehen, das ist ein Set-Gegenstand. Das sehen wir, weil der hier oben grün ist. Und hier unten sehen wir auch, was das Set macht. Mit der Jadeschlange, die wir noch nicht besitzen, erhalten wir in unsere Komturei eine verringerte Bauzeit. Das ist tatsächlich also für Verwalter ein relativ mächtiges Set. Dann haben wir außerdem hier noch den Tonochsen. Auch das ist Bestandteil eines Sets. Das Set heißt Experte Bauernhöfe. Wenn wir einen Baumeister bekommen, bekommen wir geringere Baukosten für die Landwirtschaft. Auch das, ne? Wir sehen also hier. Oh, und wir haben hier die Kriegskunst. Wow! Kreis, hohles Karree und Keil. Das sind in der Tat relativ mächtige Formationen für Kavallerie, für statische Infanterieformationen. Sollten wir auf jeden Fall ausrüsten. Wenn man sowas am Anfang kriegt, ist das unfassbar stark. Also, das ist ein bisschen random, ne? Da muss man immer gucken, da gibt es unterschiedliche Sachen. Haben wir ein legendäres Reittier? Nee, haben wir nicht. Dann, die Rüstung trägt unsere Erbin, die können wir noch nicht ausrüsten und vielleicht fühlt sie auch noch das Schwert. Ja, genau, also das heißt, die verwenden wir jetzt hier auch noch nicht. Okay, wir können noch nicht rekrutieren, das ist in der ersten Runde so, wenn man diese Tutorial-Missionen halt hat. Im Multiplayer geht das, glaube ich, tatsächlich. Wir lassen diese Markierungen mal weg. Man kann auf der Karte Markierungen setzen, um zum Beispiel schnell zu einem gewissen Ort zu springen, wo wir uns was angucken sollten. Und wir machen jetzt erstmal diese Schlacht hier gegen Shunyu. Ihr seht hier schon beim Kräfteverhältnis, wir würden das im Autogefecht ohne Probleme gewinnen, aber wenn wir das als reguläres Gefecht starten, dann haben wir, glaube ich, noch geringere Verluste, als das jetzt in einer automatisch berechneten Schlacht der Fall wäre. Adlige, Kaiser, wen kümmert es? Nur Ruhm, Anerkennung und Reichtum dauern an. Oh. Titel. Hört. Nichts. Ansehen bleibt. Ich lasse nichts unversucht, um mein Ziel zu erreichen. Die Leichen werden sich hochstapeln. China wird brennen. Doch mich wird man nicht vergessen. Ja, ich habe ja immer so ein gewisses Problem damit, dass sie immer sich so auf China beziehen. Denn was meinen die tatsächlich? Also die Chinesen im Norden, die meinen wahrscheinlich erstmal so ihre Region. Das ist also so ein einheitliches Konzept von dem, was China ist, gibt es zu dieser Zeit ja noch gar nicht. Aber gut, oder zumindest ist das nicht mit dem modernen China zu verwechseln. So, wir haben einmal hier unsere
Unsere Bogenschützen, die brauchen wir gleich auch noch. Die schiebst du mal so ein bisschen hier rüber, so leicht hier hin. Wie schön, du hast auch einen Fernkampf. Das ist noch besser. Dann müssen wir nämlich direkt auch noch mit dieser Echse hier. Das ist eine unserer Elite-Einheiten. Ich spiele aber gerade mit dem Gedanken, die aufzulösen, weil die sehr, sehr teuer im Unterhalt sind. Müssen wir mal gucken. Ja, und als allererstes schicken wir unsere Charaktermodelle mal vor. Die sind nämlich beritten und dadurch schön schnell. Und das hier funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Du schießt bitte auf ihn. Und du schießt bitte auf ihn. Nein, aber nicht im Nahkampfmodus, sondern im Fernkampfmodus. Und du greifst bitte ihn an. Und du greifst bitte ihn an. Und das können wir jetzt erstmal auch ein bisschen schneller machen. So, und dann schauen wir uns das einmal an, wie sie hier auf unsere gegnerischen Einheiten zureitet. Die schießen schon. Wir müssen da natürlich versuchen, die Verluste möglichst gering zu halten. Und ihr verdient das Leben nicht. Für diese Beleidigung. Da sehen wir erstmal, ne? Die purzeln erstmal schon einfach nur so tot zu Boden. Bitte den Flächenschaden aktivieren. Der kann seine Sonderfähigkeit nicht nutzen, weil er gerade von dem anderen Charaktermodell angegriffen wird. Das ist aber nicht weiter schlimm. Die erste Einheit schon in die Flucht geschlagen. Wir werden hier weiter auf die anderen Einheiten schießen. Hier machen wir auch noch weiter. Auch die Einheit flüchtet. Ich will nicht, dass die zurückkommen. 6 Einheiten sind das noch. Okay. Das war es dann aber jetzt auch ziemlich, ne? 3 Stück, alles klar. Kommst du zurück. Wie viel haben wir hier noch? 6. Wir sehen hier oben links seine Hitpoints. Wir haben ja auch schon ein bisschen was abgezogen, aber so mit Bogenschützen einfach snipen, das ist immer relativ wenig oder relativ schlecht möglich. Ihr seht außerdem, der hat hier so eine Kontrollzone und innerhalb dieser Kontrollzone können wir keine Sonderfertigkeiten benutzen. Deswegen können wir uns mit dem Typen auch nicht duellieren. Das ist auch so eine Sache, das ist glaube ich noch geblockt. Vielleicht kann die, oder er blockt das auch, dass wir uns mit ihm duellieren wollen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Unsere Männer wurden entdeckt. Ne, also ihr seht hier, wir kriegen einen permanenten Cooldown. Und jetzt ist er auch down. Sehr schön. Und dann können wir das Gefecht auch beenden. Jetzt brauchen wir nicht weiterzumachen. Haben wir unsere erste Schlacht siegreich absolviert. Und ihr seht, 8 Einheiten sind übrig geblieben. Kills 37, 38, 81, 77. Wir haben also hier ganz gut reingehauen, ne? Zack. Wir haben uns Gehör verschafft. Ja, sehr schön. Und die Frage ist, was können wir nehmen? Diese 45 Lösegeld, die bringen uns jetzt nicht wirklich weiter. Die 8 Militärvorräte allerdings auch nicht so wirklich. Und der 2% Nachschub, der macht unsere Armee jetzt auch nicht so wirklich viel stärker. Ne? In dieser ersten Schlacht gibt es einfach relativ wenig zu holen. Wir können Lösegeld verlangen. Sie halten uns nur auf. Ne? Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen was an Geld. Wir bekommen jetzt 30 Militärvorräte und plus 5 Moralfraktionsweit für 3 Runden. Und wir haben diese erste Mission geschafft. Dann sollen wir die Ortschaft Tyran einnehmen und die ist hier drüben und das werden wir jetzt gleich machen. Dadurch bekommen wir dann Unterstützung des Volkes, plus 5 öffentliche Ordnung und plus 25 Fraktionsunterstützung. Diese Fraktionsunterstützung, die brauchen wir, damit diese Siedlung auf unsere Seite wechselt und uns dauerhaft unterstützt. Ansonsten kriegen wir einen Malus auf die öffentliche Ordnung. Dann müssen wir bekommen wir Bonuserfahrung 2000 für Jinjiang und man macht das mal aus. Wir sind ja momentan ja noch in so einem marodierenden Modus unterwegs. Die Frage ist, ich überlege gerade, plus 2 Punkte Wissen bringt uns, glaube ich, momentan keinen wirklich zusätzlichen Ausweichwert. Ihr seht, das geht nach gewissen Punkten. Hier haben wir zum Beispiel 124 von 200. Das bringt uns immerhin 55% mehr Gesundheit. Die List bringt uns 12% mehr Munition und mehr Militärvorräte und so weiter. Ne? Also erst ab gewissen Werten bringt uns das was und wissen hier 15, das ist halt einfach auch noch nicht so viel. Ne? Diese Armee kostet uns 405 Unterhalt. Wie kann ich dienen? Und er kostet uns 240. Wir könnten seine Loyalität zum Beispiel dadurch erhöhen, dass wir ihn befördern.
dann würde er für 10 Runden deutlich zufriedener werden. Aber das ist keine Perspektive mit dem Bruder. Das werden wir ein bisschen anders regeln. Entweder wird er heldenhaft im Kampf sterben oder ich lasse mir noch was anderes einfallen. Im Gefecht wurde Hyun-Yu getötet. Das ist okay. Warum klicke ich immer da oben drauf? Ich will einfach nur diese Armee auswählen. Und jetzt Taiyuan belagern. Und da möchte ich nur mal ganz kurz darauf hinweisen. Es gibt also so eine Kartenansicht, wo man sich die Schlachtkarte anzeigen lassen kann. Leider sieht man nicht, wo die Verteidigungstürme sind. Das wäre ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Aber wir können uns hier eine grobe Übersicht über den möglichen Verlauf einer Schlacht machen. Das ist immerhin schon mal etwas. Wir könnten diese Stadt jetzt aushungern. In einer Runde haben die ihre Vorräte aufgebraucht. Dann könnten wir sie so langsam zur... Dann würden ihre Einheiten immer schwächer und schwächer werden und irgendwann haben wir es relativ leicht, die zu erobern. Wir können aber auch ein Gefecht starten, denn ich denke, unsere Armee, das seht ihr ja auch hier, die ist deutlich überlegen. Diese Schlacht hat keine starken Verteidigungsanlagen. Ein guter Kampf und die Chance auf Ruhm. Das reicht. Bald bedecken ihre Leichen das Schlachtfeld. Zhongshan, und vielleicht bist du auch eine dieser Leichen. Endlich ist es Zeit, dass sie sterben. Hast du gehört? Sie sieht's dich. Okay. Ihr seht erstmal eine sehr schöne Stadt, ne? Sieht gut aus. Hier draußen sind so ein bisschen Lager, ne? So ein paar Stände, Markt vielleicht und so. Und hier drüben haben wir den Verwaltungsbezirk. Und ihr seht hier diese Gefechtstürme, die hier stehen, die wie Gatling-Geschütze auf unsere Einheiten schießen werden. Die sind wirklich verheerend. Die machen bis zu 2.500 Punkte Schaden an so einem Modell. Und ihr könnt euch ausrechnen, bei 19.000 Punkten Gesundheit ist das, gehen die halt nach einer gewissen Zeit dann down, ne? Also muss man aufpassen. Ist aber ganz gut, wenn man unliebsame Charaktermodelle mal loswerden will. So, nur so als kleiner Hinweis. Ja, das ist also so eine Sache. Und ich spiele mit dem Gedanken, ihn halt über so einen Turm zu entsorgen. Die sind momentan noch sehr stark. Kann sein, dass das noch gepatcht wird. Auf jeden Fall, in der aktuellen Version müssen wir uns höllisch davor in Acht nehmen. So, und jetzt suchen wir uns mal einen günstigen Punkt raus, wo wir unsere Axtkämpfer verdeckt aufstellen können. Zum Beispiel hier. Da machen wir auch nochmal den Autofeuermodus an. Nur für den Fall, dass wir hier auf Infanterieeinheiten schießen müssen. Oder warte, mach den mal noch aus. Vielleicht machen wir den nachher an. Das machst du bitte übrigens auch. Und du machst auch noch den Defensivmodus an. Und du kannst mit den Speerkämpfern zusammen hier oben stehen bleiben. Die Speerkämpfer schießen wir mal hier hin. Und die Bogenschützen schießen wir mal dahinter. So, und jetzt kommst du noch mit dazu. Und den stellen wir hier hin. Und dich stellen wir hier hin. Und die Ex-Kämpfer, unsere Nahkämpfer, die stellen wir auch hier auf. So, dass die verborgen sind und dass die KI nicht weiß, wo die sind. Tatsächlich bringt das in meinen Augen auch was. So, wir starten das Gefecht. Wir laufen sofort hier rüber. Und wir laufen mit dir sofort hier rüber und holen uns diese zwei Türme. Die sind wichtig, damit wir die bekommen. Und das machen wir jetzt erstmal auf einer etwas höheren Geschwindigkeitsstufe. Ein Kamerad wird angegriffen! Ihr seht auch, er sortiert seine Einheiten ein bisschen um. Ne, ihr seht schon, wie der down geht, ne? So bei 8000, bei 7000. Die schießen drei Pfeile. Ich glaube, ne, jeder macht so 500 Damage. Und jetzt ist er down. Unser Leutnant hat jetzt das Kommando. Das Schicksal der Schlacht liegt bei ihm. So, jetzt gehört das Ding hier uns. Wir laufen jetzt hier rüber. Wir müssen übrigens zu irgendeinem Zeitpunkt diese Barrikaden hier platt machen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es am besten anstellen. Auf jeden Fall schauen wir, dass wir erstmal nochmal diese beiden Türme hier down kriegen. Vor denen müssen wir natürlich aufpassen. Diese Bogenschützen hier sind gefährlich. Warum wird mir nicht angezeigt, wie hoch deine Reichweite ist? Muss ich mal gucken. Geht vielleicht auch noch anders.
So sehe ich sie gar nicht, ne? Okay, du gehörst jetzt auch mit. Das ist doch schön. So, jetzt müssen wir mal uns ganz kurz hier überlegen, wie wir weiter vorgehen. Diese Barrikaden platt zu machen, ist immer eine relativ undankbare Aufgabe. Er verschanzt sich jetzt hier oben. Was ist es da hinten? Staatliche Werkstätten, die will ich jetzt noch nicht unbedingt... Ich will die Gebäude nicht unbedingt niederreißen, das könnten wir machen. Aber das lassen wir mal noch. Die schießen in alle Richtungen leider. Und die übrigens auch, ne? Okay, dann machen wir Folgendes. Zeigen wir mal, wie hoch seine Reichweite ist. Mit der Shift-Taste könnt ihr euch einen Bewegungsbefehl für die Einheit setzen. Und dann mit der rechten Maustaste das so ziehen, dass sie so gewissermaßen, und ihr seht das jetzt hier, so um diese Kontrollzone des Turmes hier drum rumlaufen. Ne? Sieht man hier sehr schön. Und das ist wirklich hilfreich, um die Einheiten ordentlich zu steuern, sodass sie eben da nicht drauf gehen. Geduld ist das Allerwichtigste bei diesen Gefechten auf legendärer Schwierigkeitsstufe. Strategisch ist das auf jeden Fall immer eine Herausforderung. Einerseits ist klar natürlich, die KI bekommt größere Boni auf Moral und so weiter und so fort. Und wenn ihr das mal auf normaler Schwierigkeitsstufe gespielt habt, dann werdet ihr bestimmt auch schon gemerkt haben, warum zeigst du mir das nicht an? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich kann hier dummerweise meine Truppen nicht richtig verstecken. Lauf mal los, der schießt schon auf uns. Das Gute ist, wir haben ein Schild dabei, dann tut es nicht so weh. Kannst du mal mit dazukommen, da sind nämlich momentan keine Türme in der Nähe, insofern ist es nicht so dramatisch. Außerdem, das sind die Axtkämpfer von unserem gerade verstorbenen General. Und das ist keine essentielle Einheit, insofern. Und wenn er seine Munition an uns aufbraucht, warum nicht? Fernkampf muss ich noch auswählen, Nahkampf, okay. Ich will nur um jeden Preis verhindern, dass er sich da nochmal die, Türme zurückholt. G-Krieger, abtreten! Schneller! Es ist soweit! Lauf! Im Laufschritt! Seid bereit! Krieger, schlag zu! Los, los, los! Waffen! Ja, weiter, 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 weiter in den Nahkampf. Kegi aus der Formation wieder raus. Schieß bitte auf die Yi-Krieger. Ihr kommt beide hier hin. Hallo? Bitte hallo. Genau. Und greift den einmal von hinten an, bitte. Du greifst jetzt hier an. Unsere Generälin charge jetzt einmal hier sehr schön in die gegnerischen Fernkämpfer. Wir müssen uns nur vor diesen Türmen hier in Acht nehmen, weil die nach innen schießen können. Da kann es nicht sein, der hier geschossen hat, ne? Komm mal wieder. Greift immer die Barrikade an in der Zeit. Jetzt will ich nochmal kommen. Der Fernkampfbeschuss, ne? Fernkampfbeschuss, ja, als ob es Nahkampfbeschuss gäbe, ne? Also der Fernkampf hier, der macht tatsächlich gar nicht so einen großen Schaden. Mir geht es aber hier rum, auf jeden Fall maximalen Schaden zu verursachen.
Ihr seht, wie die hier so einmal durchpflügt. Das ist echt cool gemacht. Nicht nachlassen! Für die Macht der Erde! Beeilt euch! Bewegung! Okay. Schieß mal auf ihn. Die Äxte können auch mal schießen. Also er hat keine gepanzerten Einheiten. Insofern müssten wir hier eigentlich einen hohen Schaden verursachen können. Wenn der Schaden macht, ist das tatsächlich gar nicht so wild, denn wir müssen sowieso eine Zeit lang noch hier in dieser Stadt bleiben. Die feindlichen Krieger rennen! Ha! Sehr gut. Äxte! Krieger, Stellung halten! Antreten! Wir können dann aufhören, hier zu schießen, oder? Waffnet euch! Ja, wobei, ich schieße noch einmal drauf. Der hat ja noch Munition. Ist vielleicht besser, wenn wir die doch noch ausschalten. 50 sind es noch. Wie viel erwischen wir noch so? Ja, da würde ich mir aber bei diesem Anblick, wie viele Pfeile das so sind, würde ich mir ein paar Treffer mehr wünschen. Aber ist okay. Ja, du kannst auf jeden Fall noch hier mit an die Barrikade rangehen. Ausgewählt, ne? Dann schickt ihr mir mal hier hin. Haltet euch bereit! Beeilung! Axtkrieger! Jetzt hier Krieger mal dahinter. Du hast nicht mehr viel Munition, aber du kannst auf jeden Fall nochmal schießen. Und die Jägerkrieger haben kein Schild, deswegen müssten wir hier eigentlich auch ein paar Einheiten erwischen. Seht ihr hier auch? Wir dürfen auf gar keinen Fall in die Reichweite dieses Turmes kommen. Sonst wird es wehtun. Kopf den mal frontal an. Du läufst bitte hier einfach. Den Männern fehlt Munition! Sie können nicht feuern! Axtkämpfer, bereit! Guck, dass du es wenigstens noch irgendwie auf diese Piazza schaffst. Stopp, was machst du da? Sehr gut. Ah, jetzt flüchten die auch, okay. Moral ist ein großes Problem in dem Spiel. Nimm dir die Piazza hier. So, das Ding haben wir gleich eingenommen. Wird noch vom Han-Kaiserreich gehalten? Ernsthaft? Achso, weil der noch zwei Einheiten da stehen hat, ne? Ach komm, ernsthaft. Ach Gott, das Spiel nervt mich doch nicht. Ah, die flüchten jetzt auch. Oh, wow. Ja, okay, jetzt sind sie auch geflüchtet. Trick übrigens, pausieren. Pause beenden, Gefecht beenden. Dann killt der Turm nämlich keine Einheit mehr, weil tatsächlich wegen dieser Schlussanimation würde der Turm noch Einheiten von uns platt schießen. Die schießen ja noch, ne? Und solange bis der Button halt kommt, bis wir den klicken können, könnte der uns tatsächlich auch noch einen General killen oder so. Deswegen am Ende dieser Situation immer das Spiel pausieren und dann, ne? Dann die Pause beenden und dann das Gefecht beenden. Also wenn man im legendären Modus spielt, ne? Also wir kriegen 3 Punkte Infamie. Wir werden das Ding nur besetzen.
Und ihr seht, also Infamie bekämen wir jetzt, wenn wir das plündern würden. Ne? Hier bekommen wir auch zusätzliche Infamie. Also reduziert die Bevölkerung um 40%. Eigentlich will man das in dieser Situation halt auf gar keinen Fall haben, insbesondere nicht am Anfang, weil ihr seht, das sind 150.000 Einheiten Bevölkerung. Wir haben eine Ortschaftsstufe 1. Wenn wir das zurück, also wenn wir diese Siedlungsstufe verringern würden, ne, das wollen wir auch nicht, weil das müssen wir wieder ausbauen. Das wird eine unserer wichtigsten Provinzen jetzt erstmal sein. Deswegen gehen wir hin, wir besetzen die einfach mal. Es wäre eine Schande, sie nicht einzunehmen. Genau. Und jetzt suchen wir uns einen anderen General hierfür aus, den wir hier mitnehmen können. Und wir hätten jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, Lu Zheng zu nehmen. Und die würde ich auch ganz gerne nehmen. Ich bin nur noch nicht sicher, ob ich sie als eigene Generälin einsetzen will. Aber sie harmoniert auf jeden Fall mit uns. Und sie hat halt eine niedrige Loyalität. Das ist nicht so gut. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wir nehmen die mit. Auf jeden Fall, weil das ist die stärkste Generälin. Oder wenn wir dich, wenn wir Yin Li nehmen. Ich muss mal überlegen. Ja, ich, mit dem habe ich eigentlich noch was anderes vor. Ich will eigentlich lieber, ja, wir nehmen jetzt erstmal Lu Zheng. Haltet beim Spannen eines Bogens den Atem an. Ja, okay. Und wir bekommen noch eine weitere Mission. Wir müssen ein Gebäude errichten. Und wenn wir das Gebäude errichtet haben, bekommen wir für 3 Runden 20% weniger Baukosten. Und wir bekommen auch noch eine kürzere Bauzeit. Das heißt, im Idealfall bauen wir jetzt was Billiges, ne? Also das ist ja, glaube ich, klar. So, und Zheng Zhang, die hat jetzt Stufe 4 erreicht. Wir sehen auch hier minus 25 Einkommen aus Familiengutshöfen, wenn Fraktionsführerin. Das ist nur so ein bisschen, das ist natürlich nicht so gut. Aber ist okay. Wir bekommen jetzt erstmal die Bonuserfahrung. Und Zong Chan wurde im Dienst getötet im Alter von 24 Jahren. Da müssen wir jetzt leider mitleben. Bringt mir meine Beute. So ist das, ja. Das Leben ist hart, ne? Okay, die hat jetzt Axtkämpfer dabei. Das ist natürlich die falsche Einheit für einen Schurken hier in diesem... also eine Strategin ist sie eigentlich, ne? Aber das ist natürlich... Ihr seid willkommen. Das ist natürlich eine falsche... Ja, die falsche Wahl hier. Wir können sie ausrüsten, aber wir können ihr zum Beispiel... ein paar Entschlossenheitspunkte geben. Das gibt ihr halt ein bisschen mehr Gesundheit. Das ist tatsächlich bei denen auch gar nicht so verkehrt. Autorität brauchen wir gar nicht so dringend. Moment, Experte der Bauernhöfe, Baukosten für Dingsbums. Ja, ich gebe ihr die Chance nicht auf, dass ich da irgendwann nochmal so ein Set zusammenbekomme. Der Anhänger bringt mir leider keine Zufriedenheit. So bekommt sie immerhin schon mal 4 Punkte Zufriedenheit. Das ist ganz gut, ne? Dann ist sie immerhin bei 28, Halleluja, ne? So, sie hat eine ordentliche Waffe. Ist bereits ausgerüstet, alles klar. Ist bereits ausgerüstet, alles klar. Die Rüstung hier zum Beispiel, die könnten wir verkaufen. Das ist immer ganz sinnvoll, da mal in diese Artefakte, nenne ich die jetzt mal, ne? Also in diese Gegenstände reinzugucken. Da sehen wir auch, was sie so verbessern, für welche Charakterklasse die halt so gedacht sind, ne? Der Sieger erlangt Gerechtigkeit. Und auch welche Stufe das hat. Das ist halt eine einzigartige Rüstung, die gibt es halt nur einmal und die kann halt sie hier natürlich tragen, ne? Und sie hat jetzt hier auch ein Level erreicht und wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, ja, wir wollen gerne die... Das ist halt mega gut, ne? Guerilla-Aufstellung im eigenen Gefolge ist halt ein unfassbar guter Trade. Damit wir hier hinkommen, ne? Wenn wir das haben wollen, zum Beispiel mehr Chance auf Gefangennahme oder mehr Einkommen aus der Industrie, wenn sie eine Komturei verwaltet. Oder wir könnten zum Beispiel auch hingehen und mehr Rüstung für die Speerinfanterie nehmen. Und da bekommen wir dann nochmal zusätzliche Entschlossenheitspunkte. Ich sage jetzt aber mal, komm hier, ich setze dich auf Gerissenheit. Also die Guerilla-Aufstellung ist einfach unfassbar stark. In diesem Spiel ist die tatsächlich gut gelungen. Und damit das nicht nur hier diese Äxte können, also die versteckten Äxte, deswegen geben wir mal ihr diese Eigenschaft. Ich muss mal halt noch gucken, ob wir diese Konstellation so beibehalten werden, denn tatsächlich sind diese Äxte hier halt wirklich sehr, sehr teuer. Ihr seht das hier, ne? Die kosten 225. Auf der anderen Seite können wir die noch nicht rekrutieren. Dafür ist halt eine besondere Einheit. Und ja, das dauert halt noch ein bisschen. Räuber sind weniger korrupt. Wir sollen ja ein Gebäude errichten. Und ich könnte zum Beispiel hingehen und eines dieser Gebäude ausbauen.
Ihr seht außerdem unsere Provinz, und das sage ich jetzt noch ganz kurz, dann werden wir den Part jetzt erstmal so hier ein bisschen, ne, wenn wir den Part jetzt erstmal beenden. Was sollte man in der ersten Runde, wenn man eine Stadt erobert hat, immer machen? Die Steuern befreien, zumindest in der Heimatstadt. Ihr seht, wir machen dadurch nur 50 Kupfer weniger. Ach, jetzt muss ich überlegen, wie heißt diese Währung nochmal? Sekunde. Ja, ist also unterschiedlich. Wir könnten jetzt hier diese Münzen hier als Banliang bezeichnen. Das entspricht eben einer halben Kupfereinheit. Ist eine Währung, die auf Qin Shi Huangdi zurückgeht, also den Begründer der Qin-Dynastie. Huangdi heißt erhabener Kaiser übrigens an dieser Stelle. Oder der erhabene Kaiser, schon fast diese gottgleiche Kaiserverehrung, an die später die Han-Kaiser versucht haben anzuknüpfen. Wir machen also 405 Banliang jede Runde. Und wenn wir das übrigens dann, wenn wir da, ne, 455, aber wenn wir das nicht machen, wir bekommen 25% mehr Bonus auf unsere öffentliche Ordnung. Und das heißt, wir brauchen nur 4 Runden, bis wir 100 Punkte öffentliche Ordnung haben. Und wenn dieser Wert hier steigt, wir bekommen momentan hier keine Boni, weil die halt auf 0 ist. Aber wenn er bei 100 ist, bekommen wir Boni, nämlich zusätzliches Bevölkerungswachstum zum Beispiel. Und dieses Bevölkerungswachstum brauchen wir auch, um mehr Einkommen zu generieren. Zum Beispiel aus der Landwirtschaft, aber eben auch aus Steuern. So, und noch ganz kurz hier zur Erklärung für alle, die sich fragen, warum diese Münzen oder diese Kupfermünzen, die Banliang, warum die hier so ein Loch in der Mitte haben. Das ist tatsächlich was auf die chinesische Kosmologie zurückgeht. Die Erde steht hier im Zentrum und außenrum ist der überspannende Himmel. Und man hat sich tatsächlich lange Zeit in China auch die Erde als Quadrat vorgestellt, deswegen ist das hier eine quadratische Aussparung. Interessant zu wissen. So, okay, wir haben ein bisschen was zur Geschichte gehört an dieser Stelle. Ich sag jetzt noch ganz kurz was zu unserer Räuberkönigin. Zu unserer Person Jiang. Jiang gibt es eigentlich gar nicht so viel historisch zu sagen. Ich habe die Person jetzt auch nur namentlich erwähnt gefunden und ich gehe deshalb mal davon aus, dass ein Teil hier auf jeden Fall Ausschmückung ist, was ihre Biografie betrifft. Das mag ja aber gar nicht mal so schlimm sein. Sie steht hier repräsentativ für eine Fraktion, die tatsächlich eine große Bedeutung erreichte in der Zeit der drei Königreiche. Es handelt sich hierbei um die Fraktion der Heishan-Banditen in den Taihang-Gebirgen. Und die waren insofern bedeutend, wir gucken mal ganz kurz hier auf die Karte, achso, die ist noch nicht genordet, ne? Die norden wir mal, dann sehen wir das ein bisschen besser. So wird es etwas deutlicher. Wir sehen, das ist also im nördlichen chinesischen Reich hier in diesem langen Gebirgszug hier anzusiedeln. Und dort föderierten sich zur Zeit Cao Caos einige Banditen-Warlords zu einem größeren Zusammenschluss zusammen. Und die wurden tatsächlich auch militärisch sehr einflussreich, führten viele Raubzüge, viele Kriege, insbesondere gegen Yuan Shao, den Gegenspieler hier von Cao Cao oder der spätere Gegenspieler von Cao Cao. Und sie waren alliiert mit Gongsun Chan, den finden wir hier drüben in dieser Region hier. Das ergibt insofern auch Sinn, weil sie eine derart große Streitkraft wohl entwickeln konnten, dass sie sich wichtige Ämterposten hier in diesen Gebieten sichern konnten. Der Norden Chinas spielte eine ganz große Rolle in dieser Zeit und insofern war hier die Anerkennung dieser Warlords durch zum Beispiel die Verleihung von offiziellen Ämtern ein wichtiger wirtschaftlicher Aspekt. Die Tatsache, dass ihre Zahl mit ungefähr 1 Million Angehörigen angegeben wird, darf hier allerdings mit Vorsicht genossen werden. Wir können davon ausgehen, dass es durchaus zahlreiche Warlord-Verbände hier gab, die auch mit ihren Familien und vielleicht auch noch mit Handwerkern und so weiter die Gegend unsicher machten. Aber 1 Million Menschen in diesem landwirtschaftlich jetzt nicht gerade fruchtbaren Gebiet zu ernähren, das ist doch eher unplausibel. Es kommt noch was anderes hinzu. Dieses Gebiet hier ist ein Grenzland zu den sogenannten Xiongnu. Man vermutet, dass die späteren Hunnen mit den Xiongnu gleichzusetzen sein könnten. Das ist aber noch nicht historisch gesichert. Die Xiongnu aber waren ein Nomadenvolk, das innerhalb kürzester Zeit wohl eine sehr große militärische Streitkraft aufstellen konnte und hier lange Zeit Plünderungs- und Eroberungszüge unternahm, um auch Schutzgelder von dem chinesischen Reich zu erpressen. Und diese
diese Heishan-Banditen in dem Gebirge haben sich immer wieder mal mit Xiongnu alliiert, haben auch Xiongnu-Truppen in ihren Diensten gehabt und haben die effektiv eingesetzt, um Yuan Shao zuzusetzen, aber eben auch, um sich gegen Cao Cao zur Wehr zu setzen. Cao Cao konnte es allerdings tatsächlich schaffen, sie auch mal zurückzuschlagen. Und später kapitulierten sogar diese Banditen unter Cao Cao und unterordneten sich ihm oder stellten sich ihm unter. Was diese Geschichte betrifft, wo diese Banditen herkamen und weiteres, das hören wir noch im nächsten Part. Ich hoffe erstmals, hat euch für heute gefallen. Wir sind mit dem nächsten Let's Play da. Cao Cao wird auch ein Teil dieses Let's Plays sein. Ich freue mich, wenn ihr da auf jeden Fall reinschaut. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich sage Pax Vobiscum, Valete und Zai Jian. Bis dahin. Tschüss.